noch eine Funktionsfeier veränderliche, jetzt ohne Einheiten, dann ist es nicht ganz so eklig. Eine Funktion, die soll folgendes sein, e hoch minus x² minus y². Sicherheitshalber, x² ist hier zuerst zu rechnen. Wenn ich so einen Ausdruck habe, minus x² ist gemeint x², davon minus. Und es ist nicht gemeint minus x². Das Quadrat ist stärker sozusagen als das Minus. Also hier ist gemeint erst quadrieren und dann minus. Das soll meine Funktion sein und an der Stelle 1, 1 wollte ich wissen, was ist da der Gradient, also wirklich ein konkreter Vektor, kein Vektorfeld. Was ist da das totale Differential? Und was ist da die Tangentialebene oder die lineare Näherung dann? Die partiellen Ableitungen. Diese Funktion ableiten nach x, e hoch irgendwas ableiten. Die äußere Ableitung bleibt e hoch irgendwas. Die innere Ableitung. Minus x² minus y² ableiten nach x. Y als Konstant betrachten. Das minus y² ist dann auch eine Konstante. Fällt weg beim Ableiten. Hier vorne muss ich dann noch ableiten. Minus 2x mal minus 2x. Und das passiert natürlich genau dasselbe, haben Sie gesehen, wenn ich nach y ableite. E hoch minus x² minus y² mal minus 2y. An dieser Stelle 1, 1, der konkrete Vektor, der konkrete Fall, der da jetzt rauskommt, wäre e hoch minus 2 mal minus 2 und hier e hoch minus 2 mal minus 2, dasselbe nochmal. Grob abgeschätzt, e hoch minus 2, 1 durch e Quadrat, also 1 Neuntel Pi mal Daumen, minus 2 Neuntel Pi mal Daumen in der x-Komponente, in der y-Komponente. Das ist der Gradient an dieser Stelle. Der Vektor, Sie sehen, das kann ich eigentlich ausklammern. Der Vektor 1, 1 mal e hoch minus 2 mal minus 2. Ein Vektor, der diagonal zeigt und diese Länge dann hat. Wir können ja aus der x-Komponente und der y-Komponente beides mal das ausklammern. So, das totale Differential. Wie ändert sich meine Funktion, wenn ich x und y infinitesimal ändere? Df, die Änderung meiner Funktion, was passiert? Wie ändert sich die Funktion abhängig von x mal dx plus, wie ändert sich die Funktion abhängig von y mal dy? Das ist das totale Differential. Wir wissen jetzt aber, was df nach dx und df nach dy, die partiellen Ableitungen, sollte ich sagen, was die sind. Das ist beides jetzt in diesem Fall, Glück gehabt, minus 2 mal e hoch minus 2. Macht also, naja, können wir wieder ausklammern, minus 2 mal e hoch minus 2 mal dx plus dy. Wenn Sie also an dieser Stelle, wo sind wir? Wenn wir also an der Stelle 1, 1 sind, x gleich 1, y gleich 1, und wir gehen ein Stückchen weiter in x-Richtung, ein unendlich kleines Stückchen weiter in x-Richtung, ein unendlich kleines Stückchen weiter in y-Richtung, dann ist das das, was der Funktionswert macht. Minus 2e hoch minus 2 mal, wie weit Sie in x-Richtung gegangen sind, plus wie weit Sie in y-Richtung gegangen sind. Das sagt Ihnen das totale Differential. Und dann ist man sofort bei der Tangentialebene. Ich scheue mich jetzt zu schreiben, f ist gleich. Ich lüge mich mal weiter raus und schreibe keine Gleichung für die Tangentialebene, sondern nur den Ausdruck für die Tangentialebene. Dieses hier ist, wie die Funktion sich ändert, wenn ich x ändere und wenn ich y ändere. Aber jetzt muss ich natürlich noch berücksichtigen, was denn der Originalfunktionswert war. Jetzt sollte ich den anders als eben mal vorne hinschreiben. Was ist der Originalfunktionswert an 1, 1? Er ist e hoch minus 2. Also das wird sein e hoch minus 2 plus. Und was habe ich jetzt an Änderungen? Also offensichtlich nicht plus, sondern minus. Minus 2e hoch minus 2. Wie ändert sich x?
x minus 1 plus, wie ändert sich y, y minus 1. Das ist die Tangentialebene. Jetzt sollten wir die gerade mal in Aktion bringen. Meine Funktion hier an der Stelle 1, 1. Da habe ich das hier rausgekriegt. Das ist eine Näherung an meine Funktion in der Umgebung von 1, 1. Sie gucken sich gerade mal Folgendes an. Meine Funktion für den Wert 1,2, 0,9. Wenn Sie das mit Hilfe der Tangentialebene nähern. Meine Funktion ist eigentlich irgend so ein fürchterlicher fliegender Teppich in 3D. Mit der Tangentialebene habe ich um den einen Punkt hier eine halbwegs brauchbare Näherung. Ich gucke mal auf der Tangentialebene nach, das ist der Gedanke. Gucken Sie das mal auf der Tangentialebene nach. Was kriegen Sie gerundet raus mit der Gleichung der Tangentialebene? Die Tangentialebene. Ich fange hier nochmal beim totalen Differential an. Was sagt uns das eigentlich? Meine Funktion, jetzt versuche ich tatsächlich mal dreidimensional, das ist immer eine Herausforderung, xy, hier ist meine Funktion, ich sage mal z in die Achse. Ich kenne einen bestimmten Wert meiner Funktion. So, f von 1, 1 hatten wir eben, das ist der Wert, um den sich dann alles ballt, da gerade, um den herum ich mir alles angucke, die Stelle, um die herum ich mir alles angucke, 1, 1. Angenommen, ich kenne den Wert und ich möchte jetzt wissen, okay, wie sieht meine Funktion denn jetzt in der Umgebung aus? Ich weiß, oh, das muss hier irgendwie ein fliegender Teppich sein, der durch diesen Punkt läuft. Und den möchte ich nähern durch eine Tangentialebene. Das ist doch viel einfacher mit der Tangentialebene als mit dem fliegenden Teppich. Ich gucke mir an, was macht dieser fliegende Teppich, wenn ich ein Stückchen in x-Richtung weitergehe, wenn ich so weitergehe. Dann sagt mir die partielle Ableitung hier, wie steil das wird in x-Richtung. Wenn ich den Teppich durchschneide entlang der x-Richtung, sagt mir die partielle Ableitung hier, wie steil das wird. Die andere partielle Ableitung hier nach y, die sagt mir, was passiert, wenn ich den Teppich so durchschneide, in y-Richtung durchschneide, wie steil das wird. Das ist natürlich jetzt gewagt zu zeichnen, irgendwie sowas. Wie steil wird das? Und das kann ich jetzt einfach miteinander verrühren und kriege die Gleichung einer Ebene. Das ist das, was hinter dem totalen Differential steckt. Wie ändert sich die Funktion insgesamt, wenn ich ein winziges Stückchen in x-Richtung gehe, ein winziges Stückchen in y-Richtung gehe? Die partiellen Ableitungen sind dann gerade die Faktoren, die mir sagen, wie stark sich diese Änderungen auswirken auf das Gesamtergebnis. Hier steht aber erst die Änderung. Ausgegangen von meinem Originalniveau, wie ändert sich das Niveau? Wenn ich die Tangentialebene hinschreiben will, muss ich natürlich sagen, was das Niveau ist. Hier bin ich ja insgesamt, dieser grüne Balken, hier auf dem Niveau e hoch minus 2. Ich setze wirklich die 1, 1 ein, gucke, was rauskommt. Das ist mein Startniveau, die Höhe des grünen Balkens. Und dazu kommt jetzt, oder darunter, je nachdem, auf oder abwärts, dazu kommt jetzt auf jeden Fall das, was mir das totale Differential sagt. Wie wirkt sich die Änderung in x aus, wenn ich mit x ein bisschen weitergehe? Wie wirkt sich die Änderung in x aus, wenn ich mit y ein bisschen weitergehe? Wie wirkt sich die Änderung mit y aus? Das steht dann da in der Tangentialebene drin. Zusammengebaut aus dem totalen Differential mit dem Startwert, dem originalen Funktionswert an der Originalstelle. Und Sie haben dann nicht mehr dx, dy, sondern Sie schreiben rein, was denn wirklich die Abweichungen sind. Nicht mehr unendlich, sondern endlich. Hier geht es ja um eine Tangentialebene. Bei der funktioniert das auch, wenn ich 10 Meter zur Seite gehe oder 3 Lichtjahre zur Seite gehe. Und ich würde das hier auch gar nicht ausmultiplizieren, die x minus 1 und so weiter. Das ist ja hübsch zu sehen. Für x gleich 1, für y gleich 1 kommt das exakte Resultat. So ist es ja gerade gebaut. Ich suche eine Ebene, die sich nett an meine Funktionsfläche da schmiegt. Für x gleich 1, y gleich 1 liege ich perfekt richtig, e hoch minus 2. Und das Ganze gilt auch nur vernünftig, wenn ich mit x und y nicht weit aus der 1, 1 rausgehe. Nur dann ist die Tangentialebene wirklich ungefähr die Originalfunktion. Ansonsten ist es Zufall, wenn es dasselbe ist.
Deshalb will ich die x minus 1, y minus 1 da unbedingt stehen lassen. Das müssen kleine Zahlen sein, sonst habe ich ein Problem. Und jetzt können wir hier dann einfach einsetzen, was passiert hier. Ich benutze die Tangentialebene, um nachzugucken, was die Funktion sagt. E hoch minus 2 ist der Wert, wenn ich 1, 1 einsetze. Und jetzt kommt die Korrektur. Minus 2 e hoch minus 2, was ist die Korrektur? Eine kleine Korrektur. X minus 1 steht da, also 0,2. Y minus 1 steht da, also minus 0,1. Das ist die Korrektur. Das hier hinten stammt vom totalen Differential. Schauen wir mal hier. Das totale Differential. Was passiert mit der Funktion? Wie weit ändert sich die Funktion, wenn ich mit x und y ein bisschen unendlich wenig wackle? Und jetzt wackle ich nicht unendlich wenig, sondern endlich viel, dann sitze ich auf der Tangentialebene und nicht wirklich mehr auf der Funktion im Allgemeinen. Das könnte man jetzt noch zusammenfassen. Das ist also einmal e hoch minus 2. Machen wir aus den einzelnen Schritten. Hier hinten kommt also raus 0,1, dann habe ich einmal e hoch minus 2 minus 2 mal 0,1 mal e hoch minus 2, dann habe ich hier insgesamt 0,8 mal e hoch minus 2. E hoch minus 2 war irgendwas bei 1/9. Das heißt, der Originalwert, ich gehe vom Originalwert etwas runter, um 20% runter. Können Sie so stur ablesen. Wenn Sie zu x gleich 1,2 und y gleich 0,9 gehen, erwarten Sie, dass der Wert um 20% sinkt bei dieser Funktion. Ohne großartig gerechnet zu haben. Das klappt natürlich nur, wenn ich nicht zu weit rausgehe. Wenn ich hier mit dem x bis 10 gehe und mit dem y bis 20 gehe, dann passiert sonst was. Meine Funktionsfläche macht die wildesten Geschichten und ich habe hier unten irgendwo eine Tangentialebene dran gelegt. An den Punkt habe ich vielleicht hier unten eine Tangentialebene dran gelegt. Und guckt den Wert nachher danach, klar, da kommt völliger Blödsinn raus, aber wenn ich in der Umgebung dieses Punkts bleibe, dann wird das hinhauen. Was ist denn jetzt eigentlich spannend, wenn ich sagen will, wie weit ich weg kann? Wie weit kann ich weg, ohne einen ganz dicken Fehler zu machen? Was müsste man sich eigentlich angucken, um das zu entscheiden? Um zu sagen, oh, das ist zu weit weg. Hier ist okay, aber das ist zu weit weg. Was müsste ich mir eigentlich angucken, rechnerisch? Genau, die nächste Ableitung. Je stärker diese Funktion hier gekrümmt ist, desto schlimmer wird die zweite Ableitung oder eine der zweiten Ableitungen oder eine Kombination der zweiten Ableitungen. Die zweiten Ableitungen werden mir sagen, wie stark dieses Ding hier gekrümmt ist. Je schlimmer es gekrümmt ist, desto schlechter ist die Näherung mit der Tangentialebene. Da kommen dann die zweiten Ableitungen ins Spiel, die hier zum Beispiel. Ist ja der Stoff für Donnerstag und Freitag, die Matrix mit den zweiten Ableitungen. Die Hesse-Matrix kommt da ins Spiel. Je schlimmer die wird, je schlimmer deren Eigenwerte sind, desto weniger genau werden die Ergebnisse, wenn ich weit rausgehe. Ist ein bisschen weit weg noch. Entschuldigung, machen wir da mal die Klammer zu. Das wäre also für diese Funktion hier, Gradient, an einer Stelle ausgerechnet totales Differential und totales Differential und die Tangentialebene. Jetzt gucken wir uns mal Folgendes an, eine Funktion dreierveränderlicher. Was wird jetzt eigentlich passieren, wenn Sie da dreiveränderliche haben? Ich hatte mir erst aufgeschrieben 1, 1, 0, aber festgestellt, das ist ja langweilig, 1, 1, 0. Sie machen mal 1, 1, 2. Eine Funktion dreierveränderlicher, ich schreibe hier oben mal ganz dreist, minus z Quadrat noch dazu. Was passiert an der Stelle 1, 1, 2? Derselbe Kram, aber jetzt mit dreiveränderlichen. Was wird passieren? Ich schmiere das tatsächlich mal dazwischen. Wenn Sie dieses hier ableiten, bleibt natürlich e hoch und so weiter mit dem z-Quadrat da stehen. Wenn Sie nach x ableiten, gilt z als konstant, es bleibt so. An der Stelle 1, 1, 2 muss ich jetzt natürlich aufpassen. Hier steht minus 1, minus 1, minus 4, also e hoch minus 6, der bleibt. Bei y genauso, hier kommt minus z Quadrat mal minus 2y, e hoch minus 6.
Und jetzt kommt noch der nach Z, für den ich keinen Platz mehr habe. Geschickt gelaufen. Jetzt kommt noch der nach Z. Dann steht hier natürlich minus 2z als innere Ableitung, aber ich muss jetzt z gleich 2 einsetzen, also mal minus 4. Das haben Sie ja eben alle rausgekriegt. Und damit habe ich den Gradienten für das. Das wird dann also, wenn ich hier minus 2 überall ausklammere, 1, 1, 2 mal e hoch minus 6 mal minus 2. Oben steht minus 2 mal e hoch minus 6, der hier. Bei y steht minus 2 mal e hoch minus 6 und unten steht minus 4 minus 2 mal 2 mal e hoch minus 6. Wie stelle ich das auf das totale Differential durch? Dann steht hier natürlich auch minus 2 mal e hoch minus 6 und wir kriegen das noch mit der partiellen Ableitung nach z dazu. Die partielle Ableitung nach z dz. Und hier steht ja nicht minus 2, sondern minus 4 mal e hoch minus 6. Gibt mir hier unten also, naja, den weg plus 2dz. Z wirkt doppelt so schlimm, offensichtlich, wie die beiden anderen. Minus 4 statt minus 2. So habe ich den dann hier. Und die Tangentialebene kriege ich dann hier noch eben, mal sehen. Oh, und hier natürlich minus 6, Entschuldigung. Hier 1 hoch minus 6, da hatten wir 1 hoch minus 6. Und hier kriegen wir dann das Doppelte von dem, was z veranstaltet, also plus 2 mal z minus 2. Z hat ja als Ausgangsposition die 2, 2 mal z minus 2. So sieht da die Tangentialebene aus. Sorry für das Geschmiere hier. Einfach Schema F. Wenn Sie das mit 2 Variablen können, mit 2 Veränderlichen können, können Sie das mit 3, können Sie das mit Hunderten. Das Problem ist, es ist so schwer vorzustellen. Mit 2 Variablen stelle ich mir den fliegenden Teppich vor und mit 100 Variablen habe ich ein kleines mentales Problem, mir das vorzustellen. Rechnerisch passiert da nichts anderes. Das, was Sie mit X und Y gemacht haben, machen Sie auch mit U und V und W und allen 100 anderen. Man könnte hier gerade nochmal bei dieser Funktion mit der weiteren Variablen eine Nummer nachdenken. Das picke ich mir hier nochmal raus. Einmal dieses hier, eine Funktion zweier Veränderlicher, die ist e hoch minus x Quadrat minus y Quadrat. Und eine Funktion, ja, die nenne ich jetzt vielleicht mal nicht nochmal f, ich nenne sie mal g, eine Funktion g von drei Veränderlichen. Und die ist e hoch minus x Quadrat minus y Quadrat minus z Quadrat. Gerade für die Anschauung. Wie gesagt, mit drei Veränderlichen wird es schon haarsträubend mit der Anschauung. Mit 100 Veränderlichen hat man praktisch verloren. Aber mit drei Veränderlichen geht es gerade noch mit der Veranschauung. Überlegen Sie sich mal, wie mit zwei Veränderlichen die Höhenlinien aussehen im Prinzip. Wie sehen im Prinzip die Höhenlinien dieser Funktion aus? Und dann überlegen Sie sich, was passiert mit drei Veränderlichen? Was ist die Analogie? Also hier versuchen Sie mal ein, zwei Höhenlinien einzuzeichnen. Pi mal Daumen. Wie sehen die im Prinzip aus? Und dann überlegen Sie sich, was hier jetzt passiert. Was passiert in einer Dimension mehr? Ich gebe Ihnen mal einen Tipp, wie man das anders schreiben kann. E hoch minus, Klammer auf, x Quadrat plus y Quadrat, Klammer zu. Auf der Höhenlinie, auf jeder Höhenlinie muss dieses Ding hier konstant bleiben. Wie sehen Höhenlinien aus? Das müssten Sie ohne große Rechnung irgendwie hinkriegen können. Etwas mehr nachdenken als rechnen, dann sollten Sie es hinkriegen. Genau, Sie entdecken den Pythagoras hier. X² plus y², das ist mein x, das ist mein y. Das Quadrat von dem Abstand zum Ursprung. Wenn das hier mein Punkt xy ist, steht hier das Quadrat vom Abstand zum Ursprung. Das rechne ich eigentlich. Wir sagen, das ist r hier. Steht hier e hoch minus r Quadrat nach Pythagoras. Ich gucke mir zu jedem Punkt an, was ist der Abstand zum Ursprung, quadriere den, Minuszeichen davor, e hoch das Ding. Das heißt, je größer dieser Abstand wird, desto größer wird r Quadrat, umso heftiger größer wird r Quadrat,
Hier steht minus r Quadrat, das heißt, umso negativer wird das, was im Exponenten steht. E hoch was sehr Negatives wird 0 werden. Wenn Sie das plotten, was passiert mit e hoch x? Wenn Sie was sehr Negatives einsetzen, kriegen Sie 0 raus. Also, wenn der Radius sehr groß wird, r Quadrat noch viel größer, minus r Quadrat, eine sehr negative Zahl dann, e hoch eine sehr negative Zahl, praktisch 0. Ich arbeite mich quasi hier von der 0 so durch die Exponentialfunktion durch. Wenn der Radius 0 ist, wenn ich im Ursprung sitze, kommt 1 raus, e hoch minus 0 Quadrat, und dann kann es nur noch kleiner werden. Und so sieht das im Prinzip aus. Wenn man das jetzt hat, es hängt nur von dem Radius ab, dann weiß man, dass die Höhenlinien Kreise sein müssen. Stellen Sie sich einen Kreis vor, das muss eine Höhenlinie sein. Denn alle die haben denselben Radius, denselben Abstand vom Ursprung. Es kommt überall e hoch minus dieser Radius ins Quadrat raus. Ohne Rechnen sehe ich, dass das eine Höhenlinie sein muss. Und ich weiß außerdem, dass die Funktion nach außen abfällt. Also ich sitze hier in der Mitte irgendwo auf dem Berg, muss ein schöner Hügel in der Mitte sein, und nach außen fällt die Funktion ab. Irgend sowas wird das werden von den Höhenlinien aus. Also wenn Sie es in 3D plotten würden, eine Glocke. Ich hoffe, das gelingt mir so halb. Sowas. Sowas. So eine Glocke, die sich ins Unendliche herstreckt, in alle Richtungen. So sieht die aus. Und hier piekst, wenn Sie so wollen, die Z-Achse durch. Hier haben wir die Höhe 1, nach außen fällt sie ab. Und dann sind die Höhenlinien, das ist der Wanderweg sozusagen hier, nicht der Wanderweg, immer schon auf gleicher Höhe, das ist eine Höhenlinie, das ist ein Kreis um den Ursprung, noch eine Höhenlinie, ein Kreis um den Ursprung. So sehen die aus, ohne Rechnen. Warum der abflacht? Was passiert eigentlich? Hier steht ja eigentlich sozusagen die Exponentialfunktion rückwärts drinnen. Wenn das die Exponentialfunktion ist, starte ich hier bei Radius 0 und arbeite mich dann ins Unendliche, ins Negativ-Unendliche. Also es ist auf jeden Fall klar, dass er nach außen abflachen muss. Er schmiegt sich mehr und mehr auf die Höhe 0 an. Diese Funktion schmiegt sich mehr und mehr auf die Höhe 0 an. Eine gute Frage ist natürlich, warum wird die Funktion eine Glocke? Warum wird das in der Mitte nicht spitz? Sie können ganz dreist sagen, okay, es kann in der Mitte nicht spitz werden, weil ich es ableiten kann. Sie können die Ableitung bilden. Es gibt eine Tangentialebene. Sie können ja sogar den Gradienten ausrechnen. Ha, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das ist, glaube ich, das Allereinfachste. Sie können den Gradienten ausrechnen. Was wird passieren? Der Gradient an der Stelle 0, 0. Sie kriegen raus so und so viel mal 0, so und so viel mal 0. Der Gradient an der Stelle 0 existiert. Die Funktion hat keinen Knick. Und er ist sogar der Nullvektor. An dieser Stelle ist der Gradient der Nullvektor, will sagen, die Tangentialebene ist horizontal, genau wie wir es für den weichen Hügel haben müssen. Das wäre die rechnerische Begründung oder die andere Begründung hier. Ich gehe ja nicht der Exponentialfunktion hier dadurch, wie Sie sehen, sondern ich gehe ja eigentlich mit dem Quadrat rein. Das Quadrat heißt, dass ich hier in kleinen Schritten anfange und dann immer schneller werde. Wenn ich 0,1 nehme und quadriere, habe ich 0,001. Ich fange hier ganz langsam an mit dem Quadrat und werde dann sehr schnell. Und dieser langsame Anfang führt dazu, dass hier kein Knick entsteht, sondern ich schön weich rausgehe aus diesem Peak und dann eben hier im Unendlichen gegen Null laufe. Also kann es auch mit etwas Mühen anschaulich begründen, aber die einfachste Begründung ist, Sie rechnen Gradienten aus an der Stelle 0, 0 und stellen fest, der Gradient existiert nicht nur, ich will sagen, es gibt keine Knicke oder Sprünge oder Schlimmeres, sondern der Gradient ist 0. Es gibt hier also eine horizontale Tangentialebene. Es geht in keiner Richtung lokal rauf und runter. Es muss ein schöner Berg sein in dieser Form. Okay, genug zu dem ersten erzählt. Überlegen Sie mal gerade, was heißt das jetzt, eine Variable mehr zu haben? Was passiert hier eigentlich? Ich brauche ja offensichtlich eine Achse mehr, sonst kann das nicht funktionieren. Ich mache mal die übliche Anordnung der Achsen, x, y, z, sowas. So, eine Achse mehr, x, y, z, vielleicht mit dem erkennbaren Hütchen hier.
eine Achse mehr, offensichtlich. Die Höhenlinien sind jetzt keine Höhenlinien mehr, sondern Flächen. Höhenflächen wird sich natürlich blöde anhören. Äquipotentialflächen, Isoflächen nennt man das dann. Das hier werden Flächen werden. Hier steht wieder mal nach Pythagoras, jetzt im Raum, der Abstand vom Ursprung ins Quadrat im Dreidimensionalen, nicht? Die Länge des Vektors xyz, der Abstand vom Ursprung ins Quadrat im Dreidimensionalen. Wenn hier ein bestimmter Wert rauskommen soll, immer derselbe Wert, muss der Radius konstant sein. Was Sie hier kriegen, sind keine Linien, sondern Flächen. Kugelflächen sollte ich sagen. So, eine Kugelfläche. Auf dieser Kugelfläche hat die Funktion überall denselben Wert. Und wenn Sie eine andere Kugelfläche nehmen, innen drin zum Beispiel, hat da die Funktion auch überall denselben Wert auf der gesamten Kugelfläche. Und wenn Sie noch eine Kugelfläche nehmen, weiter draußen von mir aus, überall auf dieser Kugel, auf der Oberfläche dieser Kugel, sicherheitshalber, Oberfläche dieser Kugel, hat die Funktion denselben Wert. Wo hat sie den größeren Wert? Violett, grün oder blau? Genau, violett. Es fällt ja wieder ab. Je größer der Radius wird, umso stärker ist die Funktion abgefallen. Also innen drin ist sie am größten, hier ist sie kleiner, da ist sie noch kleiner. Je weiter ich rausgehe, desto mehr nähert sie sich der Null. Innen drin ist sie gleich 1. 0 Quadrat, 0 Quadrat, 0 Quadrat. Also die Höhenlinien sind keine Höhenlinien mehr, sondern Flächen im Raum. Hier natürlich besonders einfache Flächen, Kugeln. Wenn diese Funktion nicht so einfach wäre, würde das fürchterlich werden mit den Flächen. Also man kann das gerade noch verallgemeinern. Die Idee der Höhenlinien können Sie noch verallgemeinern. Die sogenannten Äquipotentialflächen, Isoflächen, ist aber schon wirklich heftig von der Vorstellung her. Im Vierdimensionalen können Sie natürlich mit Animationen arbeiten. Wenn Sie hier noch eine Variable mehr haben, können Sie zeigen, wie sich diese Flächen in Abhängigkeit von der letzten Variable verändern. Sie nehmen die letzte Variable als Zeit. Dann haben Sie Flächen, die so allmählich verschwinden oder größer werden, Löcher kriegen, vielleicht einen Henkel kriegen. Eine Fläche, die vielleicht so anfängt und sie entwickelt sich dann als geschlossene Fläche wie eine Kartoffel anfängt und sie entwickelt sich dann im Laufe der Zeit vielleicht so, dass da plötzlich irgendwelche Löcher entstehen. Und das könnte man tatsächlich, man könnte noch die Zeit als zusätzliche Variable nehmen. Dann kriegen Sie es tatsächlich auch mit vier Veränderlichen noch irgendwie gebacken. Aber es ist haarsträubend. Also was Sie tatsächlich tun könnten, wenn Sie so eine Funktion haben, eine Funktion von x, y, z und der Zeit, das kann man ja sogar ganz physikalisch nehmen. Eine Funktion, die von Ort und Zeit abhängt und die soll einen bestimmten Wert haben. Nein, natürlich nicht 3, sondern 42 bekanntermaßen. Sie markieren alle Punkte in Raum und Zeit sozusagen, für die die Funktion den Wert 42 hat. Ereignisse kann man das nennen, so im Sinne der Relativitätstheorie. Ort und Zeit zusammen ist ein Ereignis. An einer bestimmten Stelle, zu einer bestimmten Zeit passiert etwas. Ich markiere alle Ereignisse, für die diese Funktion den Wert 42 hat. Sie können gucken, zum Beispiel zum Zeitpunkt 3. Wie sieht die Funktion zum Zeitpunkt, gar nicht die Funktion, wenn die Zeit gleich 3 ist, für welche x, y, z ist zum Zeitpunkt 3 diese Funktion gleich 42? Wird irgendeine fürchterliche Fläche sein? Vielleicht auch kein einziger Punkt, aber typischerweise irgendwie eine fürchterliche Fläche. Und dann gucken Sie, okay, was ist zum Zeitpunkt t gleich 4? Sie markieren im Raum alle Punkte, bei denen zur Zeit 4 diese Funktion den Wert 42 hat. Gibt irgendwie eine andere Fläche typischerweise. Vielleicht sogar zwei Flächen, was weiß ich. Und wenn Sie jetzt quasi die Zeit durchlaufen lassen, würden Sie sehen, wie sich hier ein komischer Tropfen vielleicht umformt in zwei Tropfen oder was auch immer. Also man könnte tatsächlich auch noch vier Dimensionen behandeln, wenn man die Zeit dazu nimmt.